Hey Pulga, wir sind zurück auf San Miguel, deiner Lieblingsinsel. Du wirst wieder mit den Kühen spielen können und sicherlich bekommst du auch hier dein Beefsteak. Na, hast du Hunger? Ich sehe schon deine Zunge. Schau mal dort, Pulga. Die Casa Acoreana. Ich glaube, da haben sie super Steak. Komm, wach auf, Süße. Ich bin hier bei Deborah und ich möchte wissen, warum dein regionales Beefsteak so speziell ist. Abgesehen von der Qualität unseres Fleisches ist es in Öl angebraten mit Knoblauch. Salz? Genau, Salz. Dann wird es noch mit Paprika von hier, die in Streifen geschnitten werden, zubereitet. Der Knoblauch wird zerdrückt. Und dann wird einfach nur noch eine Soße aus Weißwein zubereitet. Und was ist das? Das ist Kartoffelrösti. Gekochte Kartoffel, die dann gerieben wird. Es kommt Bacon dazu. Das wird alles vermischt? Genau, alles vermischt. Und hier haben wir... Lass mal sehen. Möhre? Vichy-Möhren. Oh, lecker. Die sind al dente. Und grüne Bohnen. Okay, wollen wir das mal probieren? Ja, ja. Hey Pedro, bring uns mal deine Orangenlimonade hier aus São Miguel. Ihr da auf der anderen Seite, jetzt seid ihr alle neidisch. Aber es ist gut, dass Sie es sehen, nicht wahr? Danke. Rösti, um das mal ein bisschen zu erklären für diejenigen, die keine Köche sind und das noch nicht kennen. Rösti ist eine typische Beilage in der Schweiz. Diese bereitet man aus gekochten oder gedampften Kartoffeln zu. Etwas Speck, Zwiebeln. Man kann noch Eier dazugeben. Eines Tages bereite ich euch mal ein Rezept mit Rösti zu. Dann lass uns das mal hier testen. Das hier ist die regionale Paprika. Normalerweise benutzt man die regionale Paprika. Und was ist der Unterschied zu anderen? Abgesehen davon, dass diese nicht sehr scharf sind, werden sie in Salz eingelegt, um sie zu konservieren. Das ist eine wirklich gute Kombination mit den Rösti. Ich denke darüber nach, das auch zuzubereiten. Mit ein paar kleinen Änderungen. Mit verschiedenen Kartoffelarten, nicht nur mit den typischen Sorten hier. Ja, das ist hier nicht sehr üblich. Das ist das beste Steak, das ich bisher hier auf der Insel probiert habe. Lass uns mit Orangenlimonade anstoßen. Oh nein, mit Orangenlimo? Ja, mit Orangenlimonade halt. Prost, Azoreanerin. Zum Wohl. Hat dir das Steak geschmeckt, ha? Das war lecker, exzellent. Richtig gourmethaft. Jetzt probieren wir ein richtig traditionelles. Ich wollte meine Neugier befriedigen und wissen, wie sie hier in Ponta Delgada das Steak zubereiten. Und deswegen bin ich hier bei Nono. Nono, wie geht's? Alles gut, ja. Erzähl mir mal, wie du das hier machst. Paprika hier aus der Region, nicht wahr? Ja, ja. Das ist eine spezielle Paprika. Ja, sie ist salzig. Oh, wow, wie das aussieht. Da werden ja 4 oder 5 von satt. Spektakulär. So, jetzt werde ich mal probieren. Natürlich, der Herr. Dankeschön. Das versuche ich jetzt mal mit der Paprika. Es ist wirklich spektakulär. Ach, fantastisch. Ich bin total neugierig, was es hier wohl so auf dem Markt von São Miguel gibt. Es ist roh. Ja, natürlich ist es roh. Ist es denn gut? Ja, ist gut. Wirklich süß, man glaubt's gar nicht.
Ihr müsst unbedingt mal hierher kommen. Wie heißen Sie? Rui Inventura. Wir sind hier bei Rui Inventura. Das können wir doch ausbauen. Inventura und Chacal. Wenn Sie hierher kommen und guten Mais brauchen, werden wir einen Stand haben. Hier gibt es Wassermelone aus Lagoa. Gute Wassermelone aus Lagoa. Gute Produkte aus Lagoa. Pass auf, du, wir werden alles verkaufen. Nicht eine wird übrig bleiben. Na, das würde sich ja lohnen. Exakt. Wie viel kostet denn das Kilo? 49. 49 Cent das Kilo. Meine Damen und Herren, Wassermelone aus Lagoa, probieren Sie, die sind spektakulär. Wie heißt du? Chacal. Ach, ich bin Chacal? Nein, ich bin Inventura und du bist Chacal. Ich weiß gar nicht, wer Chacal ist. Ja, das kommt vor, wer weiß schon, wer wer ist. Also, ich weiß auch nicht, wer ich bin, aber das macht nichts. Guten Tag, alles okay? Wo kommen diese Chilis her? Aus Thailand. Ah, die sind unglaublich scharf. Die sollte man nicht mal anfassen. Ist dieser Avocado von der Insel? Das sind gute. Ich glaube, ich suche mir neue Geschäftspartner. Ich lasse Inventura einfach dort drüben mit seinen Wassermelonen. Von denen wird man sowieso nicht reich. Ich möchte Avocado. Die sehen wirklich gut aus. Die sind aus Ihrem Gebiet. Sie sind aus Uruguay. Echt? Ja. Der Ehemann hat mich angelogen. Ich dachte, Sie wären hier aus São Miguel. Lecker. Biologisch sind die, hä? Das ist kein Bio, denn wir haben kein Siegel, aber es wächst ohne Chemie. Dafür brauchen wir kein Zertifikat. Das hier ist Bio. Chacal, komm her und probier diesen Wein. Was ist das für Saft? Traubensaft. Was ist das? Traubensaft. Was? Ich verstehe kein Wort. Traubensaft, Traubensaft. Was für ein Saft? Traubensaft. Was? Aha, das ist ultravioletter Saft? Nein, Traubensaft. Ach, Traube. Traubensaft. Ah, ich habe das die ganze Zeit nicht verstanden. Du hast die ganze Zeit Tube, Tube, Tube gesagt. Traubensaft. Hört sich an, als hättest du was im Mund. Das ist der beste, den wir in diesem Land haben. Sehr gut, wirklich. Sehr gut. Sehr gut zum Kochen. Komm, dann gebe ich dir das gleich mit. Jetzt habe ich schon gelernt, Nanas zu sagen. Tube. Vielen Dank. Sind das die hier, die man auch für die regionalen Steaks verwendet? Ja, das ist diese. Okay, ich kaufe auch noch Pfeffer. Super, ich habe alles. Dann lass uns fahren. Ja, Pulga, Süßkartoffeln, Süßkartoffeln. Das ist so tolles Wetter. Perfekt, um ein Stück zu laufen. Hey, hi. Guten Tag. Chacal. Chacal? Du bist auch Chacal? Anselmo. Ah nein, Anselmo. Deine Süßkartoffel ist sehr bekannt hier auf der Insel. Ich bin wie ein Verrückter hier auf der Suche gewesen. Wie viele Kilometer sind wir gelaufen? So zwei? Dann sag mir mal was. Es gibt verschiedene Arten von Süßkartoffeln, oder? Ja. Es gibt nicht nur eine. Ja, richtig. Es gibt verschiedene. Ich kenne drei, die hier auf der Insel bekannt sind. Die rote Süßkartoffel. Die rote? Die weiße Süßkartoffel und eine Süßkartoffel, die es erst seit kurzem hier gibt und die aus den USA importiert wurde und sich Bobre nennt. Ah, diese Orangen. Richtig, die Orangen. Ja, die ist sehr schmackhaft und ich glaube, die ist aus Peru. Ja, das ist richtig. Ja, sie kommt ursprünglich aus Peru. Dann haben die Amis sie mitgenommen und behauptet, es sei ihre. Und dann haben sie die hier auf die Azoren geschickt. Und die hast du auch verschiedene? Diese hier, das ist eher die rote Süßkartoffel. Also hier auf diesem Stück. Wenn du möchtest, kann ich sie dir mal zeigen. Sie ist zwar eigentlich jetzt noch nicht reif, aber wir können ja mal schauen. Dabei brauche ich sie doch jetzt. Du hast ja mehr hier. Zeig mir doch mal die Weiße. Jetzt bin ich neugierig. Da müssen wir hier in die andere Ecke gehen. Na ja, dann fangen wir doch hier auf der Seite an. Hier, diese Seite ist die weiße und auch orangene Seite. Ah, ich habe das schon meiner Hündin Pulga gezeigt. Ah, kann man das so machen? Schau mal. Diese ist weiß. Als ich klein war, aß ich Erde.
Ich weiß gar nicht, warum du lachst. Naja. Also, als ich klein war, aß ich Erde. Wenn sie nicht kontaminiert ist sie gesund. Diese Erde hier ist nicht kontaminiert. Dieses Gebiet hier ist Biogebiet. Also, zurück zu meiner Geschichte. Also, als ich klein war, gab es einen Herrn, der Don Paolo genannt wurde und der einen Wagen hatte. Ich war so 6, 7 Jahre alt und er kam jeden Tag zum Restaurant meiner Mutter. Immer um 10 Uhr morgens, um einen Gin Tonic zu trinken. Und ich bin dann immer schnell rausgelaufen zu seinem Wagen. Darauf hatte er immer die beste Erde, die ich je gegessen habe. Und ich bin so, mit dem Finger dran und hab's gegessen. Meine Mutter, wenn sie mich sah, fragte immer, was hast du da gegessen? Schokolade? Nein, das war keine Schokolade, das war Erde. Heute ist es schwer, denn nicht jede Erde kann gegessen werden. Na, diese hier ist aber gut. Ja, die kannst du essen. Das ist alles 30 Jahre her. Die Geschmäcker bleiben halt doch immer im Kopf. Was denkst du von der weißen Süßkartoffel? Ehrlich gesagt traue ich mich nicht, die roh zu essen. Und hier haben wir jetzt die rote, die weiße und es fehlt noch die orangene. Die orangene müsste hier sein. Lass mich, ich glaube, ich kann das mittlerweile. Pahopahoi, bingo, orangene Süßkartoffel. Diese ist gut. Das stimmt, die Farbe ist anders. Lass uns mal vergleichen. Sie ist heller. Rot, orange, weiß. Wir haben hier 3 Qualitätssüßkartoffeln und morgen experimentiere ich damit. Ja, mach das. Mal sehen, die rote Süßkartoffel für den starken Mann. Vielleicht mache ich einen Nachtisch aus Kapstachelbeeren. Die sind ganz typisch hier. Ich bin auf der Suche nach Kapstachelbeeren und letztendlich habe ich sie hier gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Es ist eine Pflanze, die wild wächst. Ich hatte schon mal welche, die verteilen sich überall. Ich kenne sie auch als Physalis, das ist wohl der lateinische Name. Das könnt ihr im Lexikon mal nachschlagen. Ja, und das ist so eine. So, man sieht hier, ab heute ist das das Lieblingsobst von Pulga. Schauen wir mal, Pulga liebt das hier. Ich mag das auch sehr. Pulga, komm mal her. Komm mal her. Wir haben einen kleinen Trick, wie wir sie Pulga geben. Pulga, schau, das Flugzeug. Gut, hä? Wie ihr seht, sie liebt es. Ich werde es so machen, dass ich sie in Schokolade tunke. Das ist dann grandios, um es zum Beispiel zum Kaffee zu sich zu nehmen. Und das war's. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Diese Blätter sind keine Elefantenohren, das hier sind Yams. Die sind eigentlich sehr schwer zu finden hier, auch wenn sie so riesige Blätter haben und auch wenn man sagt, dass sie überall wachsen. Hier unter mir wachsen sie. Ich zeige euch das mal. He's alive! Man sagt, die Yams sind halbe Fleischfresser. Na komm, vergessen wir's. Ja, so, dann fahren wir weiter. Pulga, ich bin ein bisschen müde. Ich habe gehört, dass es hier einen fantastischen Ort zum Baden geben soll. Na, hast du auch Lust? Wasser, Wasser, Wasser. Ach, so ein kleines Päuschen, das tut schon gut. Ich bin hier am Hotel Terra Nostra. Das Wasser ist so warm, ich glaube, ich brauche einen kleinen Tauchgang. Ich habe so viel vom Cosido das Furnas gehört, dass ich neugierig geworden bin. Naja, und da ich sowieso schon hier war, dachte ich, komm mal rein und probiere diesen Eintopf.
Den müsst ihr probieren. Also ich mag die portugiesische Küche. Du mochtest das Gemüse nicht so, oder? Aber das Bad hat gut getan, ne? Bist du müde, meine Prinzessin? Na, das war auch ein langer Tag. Eieieiei, Ziegenstau. Hättest du das gedacht, dass wir hier in den Stau kommen? Ich glaube, wir haben heute Glück. Frühstück, mein Fräulein. Könnte ich eine Ziege melken? Ist das schwierig? Nein, das ist nicht schwierig. Das ist machbar. Ach ja? Komm her. Hey, hey, hey. Kommt. Kommt, Zieglein. Komm her. Kommt, ihr Süßen. Zum Frühstück Ziegenmilch. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Ziege gemolken. Aber heute mache ich's. Ich muss erst mal eine mit großen Eutern finden. Hier hast du eine. Danke, dass du sie festhältst. Die tritt mich jetzt nicht, oder? Nein. Ich bin nicht versichert. Mach das einfach. Das ist aber eine Liebe. Dann schaue ich jetzt mal, wie ich das am besten mache. Ja, ja, du bekommst was raus. Die hat aber viel Milch. Sehr gut. Die ist sehr gut. Sehr lecker. Wirklich gut. Das ist das beste Frühstück, das ich seit Jahren hatte. Spektakulär, hm? Ja, das ist gut. Wie heißt die Ziege? Sie heißt Luva. Luva. Luva hat wunderbare Milch. Sie gibt immer ihr Bestes. Super. Vielen Dank. Dann kannst du ja jetzt fahren. Ich fahre. Ganz toll. Dann kannst du ja jetzt fahren. Holger, hier riecht es so eigenartig. Geht's dir nicht gut? Boah, ist das ein Gestank. Dieser Ort ist von Pulga zum Kochen ausgesucht worden, nicht von mir. Sie liebt ihn. Sie hat den Rauch im Hintergrund gesehen und sich vorgestellt, damit etwas zu spielen. Auf der einen Seite haben wir den See von Furnas. Auf der anderen Feuer. Lass uns hier kochen. Okay, Pulga. Ich werde dir ein Gericht zubereiten, das du lieben wirst. Ein regionales Beefsteak, aber auf meine Art und Weise zubereitet. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie man eine Yam säubert. Dafür nutzt man kein Messer, sondern einen Löffel. Man macht das so. Alles geht ganz einfach ab und es gibt weniger Abfälle. Und dann haben wir hier die Süßkartoffeln. Da machen wir es genauso. Gut. Ich nehme eine Pfanne, etwas Öl rein und dann erhitzen. Währenddessen schneide ich die Enden ab. Ich möchte gerne perfekte Kartoffelchen haben. Wie ich das mache? Ich teile sie in der Mitte.